So, Freunde, willkommen zu Another Brick in the Mall. Ja, keine Ahnung, war gerade am Angebot, dachte ich, ich hole mir das Ding mal. Wir starten hier mal ein neues Spiel, normal, ja, herausfordern, starten mit Tutorial, ist alles klar. Hier sind wir drin. Hallo und willkommen. Du hast irgendwie dieses große Land geerbt. Die örtliche Raumplanung verbietet dir doch Wohn- und Industriegebiete. Ein Gewerbe ist schließlich die einzige Option. Sehen wir uns kurz um. Benutze WASD oder die Pfeiltasten, um die Kamera zu bewegen. Halte alternativ den Mausradknopf gedrückt. Benutze das Mausrad, um in das Bild hinein und heraus zu zoomen. Du kannst auch T und G zum Zoomen benutzen. Dieses kurze Tutorial wird dich beim Eröffnen deines ersten Geschäfts begleiten. Lass uns anfangen. Wir müssen zuerst ein Fundament bauen. Alles klar, da gehen wir mal hier auf Fundament und dann machen wir mal hier einen Kasten drum. Perfekt! Nun müssen wir warten, bis das Fundament fertig ist, bevor wir weiterbauen können. Du kannst das Tempo mit dem Schnellvorlauf erhöhen. Oh, wir haben hier einen Arbeiter oder eine Arbeiterin, ich weiß es nicht. Das könnte wohl eine Frau sein. Eigenschaften Vielfraß und Muskelliebhaber. Madeleine Combs. Mhm, okay. Die baut uns jetzt dann Fundament hin. Wir wollen uns das natürlich jetzt nicht alles in sehr langsam angucken. Deshalb machen wir jetzt mal sehr schnell. Oh, da kommt noch ein zweiter Bauarbeiter. Also in dem Fall auch eine Bauarbeiterin. Ich denke mal, das wird Lippenstift sein, was die da tragen. So, Fundament ist fertig. Wir brauchen Türen, um das Gebäude zugänglich zu machen. Wechsel in den Baumodus und wähle Objekte. Mhm. Und dann platziere eine Personaltür und eine Doppeltür an markierter Stelle. Na, hier ist eine Doppeltür und hier kommt eine Personaltür hin. Und jetzt müssen wir noch eine Mauer bauen. Die machen wir hier hin. Und dann müssen wir da auch noch eine Personaltür reinfüdeln. So, das machen wir. Dann müssen wir den Bereich ausweisen. Als Lager. Anklicken und dann ziehen. Und das soll Geschäft werden. Anklicken und ziehen. Jetzt müssen wir Lebensmittelregale bauen. Oder irgend sowas. Ah ja, hier. Wir haben ein Lebensmittelregal. Die sollen hier hin. Und dann brauche ich noch ein paar Regale. Das sind die hier. Kann man die drehen? Ah, okay. Aber das Drehen bringt nichts. Jetzt brauche ich noch eine Kasse. Da baue ich zwei dahin. Du musst Produkte wählen, die in den Regalen verkauft werden. Wechsle in den Auswahlmodus und klicke mit der rechten Maustaste auf die Regale. Wähle eine Unterkategorie und dann ein Produkt. Okay. Hierhin. Produkt. Lebensmittel. Konserven. Lebensmittel. Frühstücksflocken. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hier, Süßigkeiten. Hier. Machen wir mal Reis und Nudeln. Kaffee und Tee klingt sinnvoll. Soßen und Gewürze. Ah, jetzt haben wir gar keine Getränke, ne? Okay, warte. Wir machen... Oh, warte mal. Da habe ich da auch schon Leben, Soßen und Gewürze, oder? Hier. Moment. Hä? Hier in dem Regal... Soßen und Gewürze. Hier in dem Regal Süßigkeiten, Frühstücksflocken, Konserven, Reis und Nudeln, Kaffee und Tee. Was gibt's hier? Wir machen hier mal Toilettenpapier. Binden und Tampons. Klingt wichtig. Und ansonsten könnten wir noch... Grußkarten, Sport und Freizeit. Ich weiß nicht. Wir machen Kochgeschirr. Dann brauche ich eine Ladezone. Mhm. Straße, Ladezone. So, wir müssen unser Lager mit unserem Geschäft verbinden. Wechsle in den Verwalten-Modus und wähle aus der Liste... Wähle dein Geschäft aus der Liste. So. Klicke... Liste. Klicke auf die Registrierkarte Bereich. Klicke auf Lager zuweisen.
Es folgt der letzte Schritt vor der feierlichen Eröffnung. Wechsel in den Verwalten-Modus und wähle dein Geschäft aus der Liste. Personal? Kassierer einstellen. Geschwindigkeit? Hier, das sieht ganz gut aus. Stelle einen Kassierer und einen Lageristen ein. Ah, nehmen wir mal den hier. Gute Arbeit, dein Geschäft ist jetzt vollständig und wird um 9 Uhr eröffnet. Lass uns nachdenken. Kunden werden ihren Müll einfach fallen lassen, wenn wir keinen Mülleimer in der Nähe haben. Geh in den Bauen-Modus und Objekte und dann baust du einen Mülleimer. Da muss ich erstmal gucken, wo der ist. Man kann das bestimmt auch suchen. Warte mal, wir tippen mal ein Müll. So, wir haben einen Mülleimer. Dann bauen wir einen Mülleimer hier. Und dann muss ich noch einen Müllabfuhrbereich bauen. Den machen wir dahin. So, was müssen wir noch machen? Zuletzt müssen wir noch einen Hausmeister einstellen. Wo finde ich dann sowas? Verwaltmodus Wartungszentrum. Was? Moment. Wähle im Verwaltmodus dein Wartungszentrum. Ah, da, okay. Hausmeister einstellen. Nehmen wir auch den. Was? Gut, das ist erledigt. Im Moment können wir nur eine kleine Auswahl an Produkten verkaufen. Wir müssen ein Büro aufbauen, um neue Produkte, Unternehmen und Technologien zu erforschen. Gehe in den Bauen-Modus und baue ein Fundament. Schön, nun warten wir, bis das Fundament fertig ist, bevor wir weiterbauen können. Du kannst die Zeit mit dem Schnellervorlauf beschleunigen. Ja, das machen wir doch mal direkt. So, jetzt macht hier es Mathilde. Die baut jetzt. Die ist da heiß wie Frittenfett. So, dann müssen wir wieder eine Personaltür bauen. Das machen wir so. Und dann brauche ich einen Schreibtisch. Da muss ich erstmal gucken, wo ich das finde. Eine Bartheke. Hier ist, ich soll zwei Schreibtische bauen. Warte, können wir das drehen? Perfekt. So, was soll ich zuweisen? Nun wollen wir den Raum als Büro zuweisen. Okay, dann müssen wir hier runtergehen und dann baue ich da, weise ich das so zu. So, jetzt muss ich wieder das Büro. Büroangestellte arbeiten an Forschungsprojekten und Marketingkampagnen. Wähle im Verwalten-Modus dein Büro aus der Liste, klicke auf die Registrierkarte Personal, stelle zwei Büroangestellte ein. Dann nehmen wir einmal den. Glückwunsch zur Eröffnung deines ersten Geschäfts. Hier sind ein paar Tipps für eine reibungslose Entwicklung. Deine Parkplätze werden sich sehr schnell füllen. Baue mehr Kundenparkplätze, um mehr Besucher unterzubringen. Die regulären Öffnungszeiten sind anspruchslos. Verwalte dein Geschäft so, dass es früh öffnet und spät schließt. Du wirst außerdem mindestens einen Kassierer brauchen, der zu diesen Zeiten arbeitet. Eine größere Angebotsvielfalt an Produkten zieht mehr Kunden an. Baue ein Büro und erforsche Projekte zum Entsperren von stark gefragten Produkten wie frische Lebensmittel, Kleidung oder Spirituosen. Wenn du mehrere Geschäfte hast, werden deine Kunden letztlich länger vor Ort bleiben und mehr Geld ausgeben. Erforsche und baue Restaurants, Bowlingbahnen und Kinos, um zu einem wahren Magnet für Kunden aus der Umgebung zu werden. Danke, dass du das Tutorial gespielt hast. Du bist jetzt auf dich allein gestellt. Tooltips und Benachrichtigungen sind deine Freunde. Lass uns dieses wilde Land mit Betonkapitalismus füllen. Okay, was ist denn hier? Hier geht's schon los. Wir könnten die Alkohollizenz erforschen. Mit einem durchschnittlichen Tages von... Ja, das ist doch gut. Dann erforschen wir das. Ciao. So, kann man das jetzt auch, der ist ja schon zu, der Schuppen, ne? Der macht jetzt um 9 Uhr auf, glaube ich, ne? Die müssten da mal mit der Schichtplanung dann bei Zeiten auch anfangen, denke ich. Erstmal muss der Tag jetzt rum. Da unten kommen irgendwelche Meldungen rein, was ist denn da? Mundpropaganda-Tag 2, neue Geschäfte, welche die Kunden favorisieren, Drogeriemarkt. Fachgeschäft für Spirituosen, nicht Einzelhandelsgeschäfte, Fastfood-Restaurants. Mhm. Neues Ziel erreiche 100 Gesamtverkäufe, Belohnung 10.000. Ziele einen täglichen Gewinn von über 100 Dollar. Verkaufe 10 unterschiedliche Produkte. Das kommt nicht hin, ich habe nur 9 Regale. Öffne dein Geschäft. Okay. Ich glaube, um 9 macht's auf, ich weiß es aber nicht genau. Wir werden das rausfinden, tendenziell. Wer ist denn das? Ist das der Hausmeister oder ist das ein Bauarbeiter? Ne, das ist ein Bauarbeiter. Der hängt dann so rum. Okay. Ich
bin also insgesamt gespannt, was jetzt passiert. Können wir das nicht einfach den Tag dann so beenden? Das wäre doch viel leichter. Naja, vielleicht gibt es da einen Mod für. Weiß ja nicht, ich kenne mich nicht aus. So, um 9 müsste dann eigentlich was passieren hier. Vielleicht kommen die Mitarbeiter dann auch schon früher, wer weiß. Ach, der eine Mitarbeiter hat Nachtschicht, dann der andere, der ist nur tags da. Jetzt habe ich das verstanden. Ach du Heiland. Warum ist denn hier drin eigentlich so dunkel? Ah, die müssen erst das Lager auffüllen, weil wir nur einen Lageristen haben. Jetzt verstehe ich das. Okay, was ist hier? Verpasste Verkaufsmöglichkeiten, Parkplätze. Ja, das mit den Parkplätzen scheint ein Problem zu sein. Ich muss da mal gucken, wie wir die Problematik lösen. Wir machen das mal, ich würde das mal so machen. Mal gucken, was unser Bauarbeiter daraus macht. Mal ein bisschen schneller. Und dann, ich will einfach nur mal sehen, wie es aussieht letztlich, wenn der da Parkplätze hinbaut. Ah, so sieht das aus. Okay. Nee, das ist eine kluge Idee. Jetzt sind sie auch beide da, das ist toll. Jetzt haben wir nämlich mehr Raum, damit die Jungs da parken können. Also das ist jetzt ein bisschen, gerade doppelt so viel, das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, wir hatten, das ist blöd. Rechtsklick, um zu verwerfen. Was ist hier? Kommendes Ereignis, aha. Wir haben da ein Minus, wir haben 20 Parkplätze, 14 sind voll. Da gibt es bestimmt auch technisch anspruchsvolle, die Zufriedenheit ist eher so, die ist also eher so bäh. Ich würde dann vielleicht einen Schichtplan, ich weiß auch gar nicht, wie sind hier die Öffnungszeiten, die Schichtplanung. Ah, okay, aktuell ist offen von, da kann ich nicht meine Uhrzeit sehen. Das ist ja dämlich. Ah, der macht um 9 auf, ne? Ich würde das jetzt so behaupten. Warte mal, ich schieb mal hier, ja, 9 macht er auf und um 17 Uhr macht er zu. Dann könnten wir vielleicht um 6 aufmachen und später zumachen. Aber wir gucken erstmal, wie sich das hier so gestaltet, ob wir Gewinn machen. Das ist ja erstmal wichtig und ob die Leute auch zufrieden sind. Kann ja durchaus passieren, dass die sagen, du hör mal, du bist Kackvogel, wir kaufen bei dir nichts, weil du nach Maggi stinkst. Ah, okay, 17 Uhr ist also Schluss. Das ist natürlich sehr früh. Das ist sehr früh. Das ist sehr früh. Jetzt frage ich mich, kann man da... Okay, da ich bin jetzt schon mal interessiert. Auffordern, Text, Wegfindung, Restaurant, Parkplätze, Bestand, Ratten. Was heißt denn das? Fotografiere jede 15 Ingame-Minute. Okay, mach mal jede 10. Die ganze Karte. Okay. Das klingt irgendwie sinnvoll, aber das hat jetzt das hat jetzt nicht das gemacht, was ich eigentlich erreichen wollte. Aber das ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich habe übrigens das Gefühl, dass die Musik verdammt laut ist. Dabei hatte ich die schon tatsächlich runtergedreht. Aber das war wirklich irre laut. Ja, wäre doch jetzt leichter, wenn man einfach den Tag beendet. Ah ja, das ist das Menü. Marketing, Bedarf, Forschung, Alkohol, Finanzen, Statistik, Errungenschaften, Hilfe und Tipps. Ah, da kann ich hier den ganzen Kladderadatsch machen. So interessant wären jetzt grundsätzlich mal die Schichtplanung. Also früh anfangen. Warte mal, wenn ich um 6 anfange, dann arbeiten die anders. Dann brauche ich wahrscheinlich 2 weitere Mitarbeiter, die dann zu der Zeit das Lager machen und die Kasse. Dann wäre auch ein bisschen länger offen so insgesamt. Das wäre, ich glaube, gar nicht so blöd. Ich glaube, so würde ich es machen. So für den Anfang. Oh, jetzt geht's schon los. Das sind ja alles Mitarbeiter. Was ist denn das für ein Quatsch? Die parken ja den halben Parkplatz zu, die Jungs. Was soll denn der Bums? Okay, jetzt sind die alle da. Die kaufen da jetzt ein. Der Lagerarbeiter quatscht die ganze Zeit bei der Kassenkraft. Das ist ja völlig Banane. Jetzt haben wir 3. Ah, das ist der eine, ist der Hausmeister bestimmt, ne? Also in dem Fall eine Hausmeisterin, offensichtlich. Ah,
weiß nicht, läuft das gut? Sagt mal was. Kennt ihr euch aus? Also ich habe keine Ahnung. Für mich ist der Laden zu lang, zu kurz offen. Das ist so ein Problem. Ich glaube, mein nächster Plan wäre das jetzt mit der Schichtplanung. Und zwar machen wir den Laden einfach um 6 auf, dann arbeiten die bis um 2. So, genau. Und dann stellen wir nochmal... Genau, dann machen... Oh, das ist ja auch nur fürs Büro. Ah, was? Das ist ja egal. Nee, warte mal, dann im Büro können die ruhig um 8 anfangen. Das wurscht. So. Geschäft. Im Geschäft die Schichtplanung. Das ist die Kassiererin. Die fängt um 6 an. Genauso wie er. So, das ist auch erstmal erledigt. Die Öffnungszeiten dann von 6. Und dann erledigen wir das erstmal. Dann brauche ich noch einen Kassierer, dann nehmen wir den. Und noch einen Lagerarbeiter, dann nehmen wir einfach mal den. Dann machen wir die Schichtplanung. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welcher ist, ist auch egal. Das ist der Kassierer, der bleibt dann... Oh, das ist bis 22, das ist okay. Dann schieben wir das so. Und dann ist von 6 bis 22 Uhr offen. So, erledigt. Und da ist die Arbeitszeit von 14 bis 22 Uhr. Und dann passt das. So, da war ich einfach mal gespannt, was passiert. Und dann hoffen wir, dass wir irgendwann halt auch die Alkohollizenz haben und dann müssen wir ein bisschen was anbauen. Das ist durchaus ganz spannend. Jetzt macht der Laden ja schon ein bisschen früher auf. Exakt jetzt. Und da, guck mal, da sind doch schon gleich mehr Kunden da zur Öffnung. Die müssen natürlich fürs Frühstück einkaufen, ist ja klar. Ja? Da muss ja vielleicht auch schon ein bisschen Sprit her. Also Sprit können wir noch keinen... Da sind wir noch nicht weit genug, da sind die Jungs zu langsam. Aber ich könnte mir grundsätzlich vorstellen, dass das was hilft. Allerdings weiß ich auch gar nicht, wann sind denn die Erfolge rum. Ja, da weiß keiner was, ne? Verkäufe. Da müssen wir es statistisch vielleicht dann überprüfen. Wer weiß, ich habe keine Ahnung. Wir machen auf jeden Fall immer noch ein fettes Minus. So, Forschungsmenü. Wir haben das erforscht. Wir könnten eine Kühltheke-Kette machen. Danach kann ich frei produzieren Milch. Oder wir machen Bars. Ah, da brauche ich erst eine Kühlkette. Okay, und Nachtschicht erlaubt das Öffnen des Geschäfts zwischen 6 und 0 und 6. Wir machen mal Kühlkette, das machen wir mal. So, Gesamtverkäufe waren 100, Belohnung 10. Das ist toll, die kommen also automatisch rein, die Erfolge. Das ist prima. Jetzt könnten wir, pass mal auf, jetzt machen wir das mal so. Wir bauen und machen ein Fundament. Und machen das erstmal, wir machen das erstmal so. Meine Frage ist ja jetzt, was passiert denn... 14. Ja, mach das mal. Ich habe ja keine Ahnung. Das ist mein Problem. Ich kenne mich nicht aus. Ich kenne mich einfach nicht aus und das ist meine große Stärke, dass ich keine Ahnung habe. Und davon ganz viel. So, das hätten wir. Jetzt müssen wir die Auswahltaste drücken und dann klicken wir mal hier drauf. Was ist denn hier mit dem Alkohol? Das ist die Frage. Gesundheit, schöner Spielwaren, Presse, Druckerzeugnisse, sonstiges. Ich habe das Gefühl, dass man das vielleicht dann bauen... Nee, warte mal. Doch, hier. Küchen? Warte mal, ich muss... hier. Lebensmittelregale. Mach mal 3 hier hin. Da müsste er jetzt erstmal hin und aufbauen, ne? Dann, was? Dieses Objekt gehört zu einem aktiven Bereich. Benutze den Bereich Werkzeug. Achso, Moment, ich muss erst, da muss ich erst Geschäft hinmachen, ne? Korrekt, ich muss erst Geschäft hinmachen. Also warte, wir machen das einfach so. Macht ja sonst keinen Sinn. Das ist für ein Quatsch. Und jetzt kann ich aber, ne? Gut. Dann können wir hier Getränke, Spirituosen reinmachen. Und hier machen wir Limonade. Und hier machen wir Mineralwasser. Und ich finde auch, dass wir Bier brauchen.
Ich finde auch, dass wir Bier brauchen und so Sachen. Das finde ich auch. So, dann brauchen wir hier Getränke Bier. Und ich finde auch, dass wir Getränke Wein brauchen. Und was auch wichtig ist, für die, die nicht so viel Alkohol trinken, Säfte. So, jetzt müsste ja irgendwann, jetzt ist erstmal wieder zu. Oh, ist was umgefallen hier. Macht aber nichts. Alles noch am Leben. Jetzt ist erstmal Winterpause sozusagen.